Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es wieder um aufgebrachte Produkte und ich habe schon wieder eine ganze Tüte voll. Ich habe ja vor kurzem erst ein Video abgedreht, wo es über mehrere Monate ging, die Produkte. Jetzt ist es ein bisschen mehr geworden. Aber ich habe auch einiges aussortiert an Produkten, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Als erstes habe ich hier zweimal die Isana Butter Pads wieder aufgebraucht in der kleinen Größe. Die mag ich einfach am liebsten, weil sie nicht fusseln. Dann habe ich einmal aufgebraucht dieses Pantene Pro-V in der Dusche Schaumpflegespülung Volumen Pur. Das ist so ein richtiger Schaum und ich fand den großartig. Also den hatte ich mal in einer Box drin, ich glaube in einer Pink Box. Oder war es sogar meine erste Pinkbox, in der ich es drin hatte. Also hält sehr, sehr lange die Flasche auf jeden Fall. Ich habe es immer im Fitnessstudio mit dabei gehabt. In meiner Sporttasche war das immer mit drin. Und ja, also ich muss sagen, die Pflegewirkung ist echt super. Also hätte ich nicht gedacht. Und die Haare haben sich danach super weich angefühlt, super geschmeidig, richtig gut. Und man hat auch Volumen im Haar gehabt, was bei meinen Haaren echt nicht allzu oft vorkommt und also das fand ich echt super und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht oder beziehungsweise aussortiert. Von Garnier wahre Schätze, die wohltuende Vitalisierer Tiefenpflegemaske in mythische Olive. Ja, also der Duft, irgendwie ist er gut, aber mir hängt der echt sowas von hinten raus. Also ich kann das nicht mehr riechen. Und ich möchte das irgendwie nicht mehr aufbrauchen. Und es tut auch meinen Haaren nicht gut. Also es beschwert richtig. Und ja, also ich weiß nicht, sieht man das hier. Also es ist auf jeden Fall noch was drin. Es wären noch ein paar Anwendungen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich da nicht mehr durchquälen. Und ja, also werde ich mir deswegen auch erstmal nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Balea die No Stripes, diese schwarzen. Die mag ich echt sehr, sehr gerne. Also die, wenn ich auf die Nase rauf tue und ich Pickelchen habe, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, erst duschen gehen oder baden gehen, dass halt die Poren offen sind. Dann geht das Ganze auch einfach wesentlich besser, als wenn alles geschlossen ist. Und die dann auftragen, 15 Minuten glaube ich, 10 oder 15 Minuten auf jeden Fall, einwirken lassen, dann vorsichtig abziehen und es ist immer mit was dabei. Also der zieht richtig, richtig gut raus. Dann habe ich hier einmal aussortiert, weil die ist mir abgelaufen. Also hier steht der Datumstempel 4/2017 und ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Wahrscheinlich wäre sie sogar noch gut, aber ich habe halt Angst, dass es dann trotzdem nicht mehr gut ist und dass meine Haut dann verrückt spielt. An sich finde ich die Lufus-Masken echt super und ich finde es echt schade, dass mir die irgendwie hinten in den Schub reingerutscht ist und ich die nicht mehr gesehen habe, weil die sind echt gut. Also die würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aussortiert von EOS einen Lipbalm. Und zwar, also ich möchte es eigentlich gar nicht gerne zeigen, ne? Aber ich habe den ja immer in der Handtasche oder in der Sporttasche drin gehabt und halt echt eklig. Also es sammelt sich halt hier am Rand diese ganzen Flusen aus der Tasche und mit dem Schmierfilm von dem Pflegestift verbindet sich das so und es ist halt echt eklig. Also ja, deswegen sortiere ich den jetzt aus, weil ja, wer weiß, wie viele Bakterien da schon dran sind und so schön es auch ausschaut in dieser Labelloform, aber für die Handtasche sind die nichts. Definitiv nicht. Also daheim zum Stehen, wenn die irgendwo am Tisch stehen, optimal. Aber ich finde, für die Handtasche sammeln die einfach viel zu viel Dreck. Yeah. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Sebamed das Shampoo und zwar für trockene Haut. Hier ist Urea drin und Urea sorgt ja dafür, dass die Haut allgemein selber mehr Feuchtigkeit produziert und dass halt so ein Schutzfilm drauf ist. Und ich habe ja das Problem, schuppige Kopfhaut zu haben, aber die ganzen Schuppenprodukte, die es gibt,
trocknen die Haut noch zusätzlich mehr aus, weil die eher für fettige Haut gemacht sind. Also der Trend, und es kommen auch immer mal wieder mehr Produkte drauf für trockene Schuppen, weil es haben nicht jeder fettige Kopfhaut. Also das verstehe ich nicht, dass da nicht genügend Produkte gibt. Also das anscheinend gibt es da weniger als mit fettiger Kopfhaut. Ich habe auf jeden Fall trockene Kopfhaut und ich habe Schuppen gehabt, habe ganz normales Head and Shoulders genommen oder was auch immer gegen Schuppen helfen soll und es wurde immer schlimmer. Na, also es ist halt wirklich so, dass es immer schlimmer wird und meine Friseurin hat mir halt dann empfohlen, solche Urea-Shampoos zu nehmen oder mit Panthenol oder generell so pflegende Shampoos und keine Schuppenshampoos. Und es wird besser, also es ist immer noch nicht hundertprozentig weg, aber es ist definitiv besser als vorher. Deswegen, also wenn ihr schuppige, trockene Kopfhaut habt, schaut euch mal von Sebamed diese trockene, für trockene Haut die Reihe an. Also die kann ich echt empfehlen, weil das macht es echt besser. Ja. Dann haben wir aufgebraucht von Balea das Golden Magic Deo Spray. Das hatte ich schon lange in meiner Sammlung, muss ich dazu sagen. Es kommt dann immer noch ein bisschen was raus und es riecht schon sehr, sehr parfümig. Es riecht gut, aber es wäre jetzt auch kein Produkt, das ich mir nachkaufen würde. Dann hatte ich einmal in einer Box drinnen die Dove Original Pflegecreme Alkohol, 0% Alkohol Deodorant. Meine Mutter hat es früher immer gerne benutzt und ich mochte das nie. Und dann war es jetzt bei mir in der Box drinnen und ich finde es klasse. Also der Duft hält den ganzen Tag. Man hat den ganzen Tag das Gefühl, frisch geduscht zu sein. Also da finde ich dieses Deo echt klasse. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann einmal aufgebraucht von Real Techniques diesen Sponge. Den alten habe ich hier rein. Der ist einfach schon ziemlich kaputt eingerissen durchs Nägel. Ja, durch die Nägel. Leider ein bisschen eingerissen. Und ja, den habe ich jetzt einfach mal aussortiert und einen neuen geholt. Und den liebe ich über alles. Also Real Techniques Schwamm mag ich unheimlich gerne, weil der kostet 6 Euro. Und hält lange, macht ein schönes Finish, ist nicht zu hart auf der Haut. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal von Yankee Candle die Home Sweet Home Kerze aufgebraucht. Also es ist noch ein bisschen was drin, leider. Es war meine erste Yankee Candle im Glas, also in dem mittleren Glas ist es hier. Und es riecht halt nach Zimt. Oh. Es riecht so unheimlich gut. Das Einzige, man kann ihn nicht immer anmachen, weil er ist schon sehr intensiv. Und man sieht jetzt hier drinnen, es ist auch noch ein bisschen Wachs drinne. Ich glaube, das werde ich mir rausholen und dann einfach in die Duftlampe mit reintun. Also mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Nivea das Seidenmousse Pflegedusch Cream Soft mit Seidenextrakt. Also da kann ich auch nur sagen, finde ich klasse, super Pflegewirkung, super weicher Schaum, richtig angenehm, duftet richtig gut. Aber ich mag das Dunkelblaue lieber, weil da der Nivea-Geruch ein bisschen intensiver ist, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und deswegen würde ich mir jetzt nicht diese Variante nachkaufen, sondern wieder die Dunkelblaue. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super Pflegewirkung, also auch schön für trockene Haut. Und mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Balea das Rasiergel Peppiger Papagei. Ja, ist ein ganz normales Rasiergel von Balea, halt wieder eine andere Geruchsrichtung. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir auch nachkaufen in der Geruchsrichtung. Hier war halt das Schöne, das Design. Balea hatte immer so tolle Limited Editions und so tolle Designs. Also fand ich auch mega schön. Und ja, aber es ist im Endeffekt ein ganz normales Rasiergel, macht seinen Job gut, ist sehr ergiebig, also da kommt man sehr, sehr lange mit aus und wie gesagt, kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Calypso Make-up Remover Hyperallergene Pflanzlicher Schwamm. Also das sind so runde Pads, das sind so Schwämme und mit denen nehme ich mir meistens so Peelings ab oder so Masken und reinige dann halt auch nochmal richtig schön. Und ja, ich habe die jetzt lange nicht mehr verwendet, muss ich ehrlich sagen.
weil die bei mir zum, wir haben im Badezimmer so jeder so Kästchen mit so Nachfüllware, mit so ja, Rasierklingen, dann sowas, dann noch so Kleinigkeiten, die halt einfach nicht offen rumliegen sollen. Und ich weiß nicht warum, aber die habe ich längere Zeit nicht verwendet. Jetzt vor kurzem habe ich es wieder für mich entdeckt und ich muss sagen, also ich finde die richtig gut und die gibt es, glaube ich, beim Rossmann. Beim DM habe ich die, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und verwende ich auch wieder sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von Nivea ein Deo aufgebraucht, das Invisible Summer. Das war auch eine Limited Edition vom Duft her. Ja, es war so ein leichter Nivea-Geruch, so ein frischer Geruch. Fand ich sehr, sehr gut. Also die Nivea-Deos allgemein finde ich auch sehr, sehr gut vom Duft her. Und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht, habe ich einmal aufgebraucht von Max Factor das Facefinity All Day Fabulous 3-in-1 Foundation. In der Farbe 40, genau. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also das entspricht meinem Farbton, also meinem Hautton sehr, sehr gut. Und es lässt sich schön auftragen, es ist schön cremig, es deckt super gut. Ist aber nicht zudeckend, also kein Maskeneffekt, den man da hat. Kriegt nicht in Fältchen, mag ich halt sehr, sehr gerne. Also habe ich auch wieder da und wird immer wieder nachgekauft, auf jeden Fall. Dann einmal aufgebraucht von Essence, die Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Die hat dieses speziellere Bürstchen, sage ich jetzt mal. Hat sehr, sehr schöne Wimpern gemacht. Mochte ich auch eine Zeit lang sehr, sehr gerne. Allerdings muss ich sagen, hat mich die jetzt nicht so überzeugt, dass ich jetzt sage, die würde ich jetzt wieder kaufen, weil ich habe jetzt die L'Oreal Mascara, dann die Urban Decay Mascara und da hat man halt schon den Unterschied gemerkt. Also fand ich echt super und würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil es nicht schlecht, also weil es schlecht ist, sondern was mich halt einfach nicht überzeugt, weil ich für mich persönlich was Besseres gefunden habe. Dann, wie man unschwer erkennen kann, habe ich meine Haare wieder gefärbt. Und zwar mit dieser Country Colors Tönung. Und das ist dunkelblond. Ja. Ich habe es mir nicht so dunkel vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt habe ich es aber auch schon wieder ein paar Mal gewaschen. Also es ist auch schon wieder ein bisschen heller geworden. Aber ich finde, das ist kein dunkelblond. Also ich weiß nicht, kann man das erkennen? Es ist vielleicht doch dunkelblond. Ja, jetzt, im Licht ist es ein bisschen heller. Aber generell finde ich das schon sehr, sehr dunkel. Also kaufe ich mir jetzt den Farbton auf jeden Fall nicht nach. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie weit es rauswäscht wieder. Bis zu 28 Haarwischen soll das halten. Aber die Farbe auf jeden Fall nicht mehr, weil ich möchte wieder auf meine Naturhaarfarbe. Und das ist blond, das ist richtig blond. Und deswegen, also da auf jeden Fall ein paar Farbnuancen heller. Dann hatte ich mir für den Urlaub mal diese Abschminkpads geholt, Augen-Make-up-Entferner vom BB. Die fand ich an sich nicht schlecht, haben die Mascara schön gut runtergenommen. Allerdings, auch vom Geruch her echt top, also kann man nichts sagen. Allerdings finde ich die nicht feucht genug. Also sie sind sehr, also sie sind schon sehr feucht, aber ich hätte mir die noch irgendwie so eine Spur feuchter gewünscht. Also die waren teilweise schon trocken. Also da rubbelt man dann schon ein bisschen im Auge, was ich nicht so cool finde. Aber ansonsten für den Urlaub könnte ich mir vorstellen, die wieder nachzukaufen. Oder ich probiere mal was anderes aus. Das weiß ich noch nicht. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Die habe ich halt jetzt aufgebraucht, noch daheim. Und ja, an sich finde ich die, wie gesagt, nicht schlecht. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht. Und zwar ist das die Nachtmaske von Sephora. Die sollte, ja, allgemein schöneres Hautbild machen. Reduziert Hautalterungen. Und es war hier so ein Töpfchen. Einfach so ein Töpfchen. Allerdings habe ich die nicht nur einmal verwendet, sondern ich glaube 3 oder 4 Mal. 4 Nächte hintereinander. Kann man also sehr, sehr gut auch einfach als Nachtcreme verwenden, weil da ist echt viel drin. Also ich habe mir jetzt nicht
ganz sparsam das Produkt aufgetragen, sondern schon reichhaltig. Also es war sehr, sehr gut alles bedeckt. Und ja, hat aber trotzdem ewig gereicht. Also da war sehr, sehr viel Produkt für den drin. Und zwar 8 Milliliter waren hier drin. Und an sich, die Pflegewirkung ist super, aber man hat jetzt nichts gesehen. Also man hat jetzt nicht am Abend die Maske aufgetragen und ist am nächsten Morgen mit einem wunderschönen Hautbild aufgewacht. Das jetzt nicht. Aber die Pflegewirkung an sich war schon sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich mir auch vorstellen, die nachzukaufen. Dann noch ein Sephora-Produkt, und zwar sind das diese Lavender Food Mask. Das sind so Söckchen. Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Das sind so zwei Söckchen. Und in diesen Söckchen ist getränkt ein Vlies drin. Also es sind so Plastiksöckchen und da drin ist nochmal ein Vlies drin. Und also, oh mein Gott, also noch nie war Fußpflege so einfach, meiner Meinung nach. Also eincremen Füße mag ich immer nicht so gerne. Also das, ich weiß nicht, das mag ich einfach nicht so gerne. Und hier steckt man einfach seine Füßchen rein. Bleibt, ich glaube, draufstehen tut irgendwas mit 20 Minuten. Ich glaube, ich habe es eine Stunde dran gehabt. Aber das war so unheimlich gut. Also meine Füße haben sich noch nie... Upsala, jetzt fallen die Söckchen schon raus. Also meine Füße haben sich noch nie so gepflegt und so gut angefühlt, wie zu diesem Zeitpunkt. Also das werde ich mir auf jeden Fall nachbestellen. Also finde ich echt mega. Und der Lavendelduft war angenehm. Also man hat so diesen Lavendelduft gehabt. Also ich bin auf der Couch gelegen, habe diesen Lavendelduft immer gehabt. Das war abends richtig angenehm. Und ja, also schaut euch mal, wenn ihr keine Galerie in der Nähe habt mit Sephora, dann bestellt die einfach online. Die gibt es online auf jeden Fall. Die kosten auch nicht so viel. Also die waren recht günstig. Also finde ich jetzt. Schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und also ich kann die echt nur weiterempfehlen. Dann habe ich hier einmal von Shevens diese Afrika-Maske aufgebraucht. Das war ja auch eine Limited Edition, ich glaube aus diesem Jahr. Reinigt sanft, pflegt intensiv und schützt. Also ich mag Shevens sehr, sehr gerne und ich finde auch diese Maske sehr, sehr gut. Also der Duft war sehr, sehr angenehm und die Pflege von der Haut war auch richtig gut. Also man hat wirklich so dieses gereinigte Gefühl gehabt, so leichte Unreinheiten sind halt weggegangen nach der Maske und man hat danach auch ein schönes gepflegtes Hautgefühl gehabt durch das Shea Butter und Baobab Öl, was da drin ist, hat man ein sehr, sehr gepflegtes Gefühl gehabt. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne solche Masken und schade, dass es die Maske nicht mehr gibt. Dann noch eine Maske, und zwar eine Tuchmaske, und zwar die Balea-Tuchmaske. Und der Duft, oh, ist unheimlich gut. Aber jetzt muss ich euch mal was zeigen. Also ich habe die erst vor ein paar Tagen verwendet. Und zwar sind hier, also das fand ich ein bisschen komisch, ne? Hier die Augenklappen, also man hat so richtige Augenklappen gehabt. So, ne? Also fand ich sehr komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, haben die da vergessen, die Dinge abzuschneiden oder ich weiß es nicht. Also Duft mega, Pflege echt super, also hat sehr, sehr gut Feuchtigkeit gespendet. Also so wie es halt auch draufsteht, es spendet Feuchtigkeit, es duftet richtig lecker. Also ach, richtig lecker nach Melone. Also wenn ihr noch eine Chance habt, da dran zu kommen, nehmt euch die auf jeden Fall mit. Ich finde sie mega. Ich habe mir, glaube ich, noch eine zweite von denen hier geholt. Und freue mich auch schon drauf, die auszuprobieren. Und ja, ganz große Liebe. Also ich hoffe, die nehmen solche Masken mit ins Standardsortiment auf, weil finde ich klasse. Dann noch zwei Produkte, die ich aufgebracht habe. Und zwar diese hier, zwei Badeprodukte. Einmal Dresden Essenz Taufrisch Pflegebad mit dem Duft aus Wasserlilie und Aloe Vera. Und der Duft ist so unheimlich gut. Also man hat eine blaue Badewanne. Hier hinten steht drauf pflegender Schaum, kann ich jetzt nicht bestätigen, also es hat kaum Schaum, finde ich. Ach, der Duft. Es ist so ein richtig frischer Duft, so richtig angenehm und der war halt auch für die warmen Tage, also die letzten warmen Tage. Und da so ein Duft, einfach Bombe. Also richtig, richtig gut
Und ich glaube, die sind aber aus dem Sortiment gegangen, weil halt jetzt Weihnachtszeit kommt. Aber ich hoffe, die bringen die nächstes Jahr nochmal, weil die waren echt super. Dann auch sehr, sehr gut war das Glücksgefühl Pflegebad mit goldenem Osmanthusduft und Zitronengras. Auch ein sehr, sehr frischer Duft, ein sehr leckerer Duft. Und auch hier Pflegeschaum. Also Schaum verstehe ich was anderes. Also es hat schon leicht geschäumt, aber ich finde für Schaum muss da mehr her. Ne? Aber Duft, Bombe. Also richtig, richtig lecker. Ah, ich habe hier noch was aufgebraucht. Und zwar von Yankee Candle so ein Tart Fireside Treats. Sehr leckerer Duft. Also, es hat halt wirklich so nach so Marshmallow gerochen. Also, so wie man es am Feuer so Marshmallow macht, so hat es gerochen. Also, richtig, richtig lecker. Also, könnt ihr mir auch vorstellen, nachzukaufen. Sehr, sehr gut. Und zwar vom P2 den Quick Dry Spray. Fand ich super. Also, wirklich klasse. Allerdings geht das sehr, sehr schnell leer. Also, deswegen für mich kein Produkt, was ich jetzt nachkaufen würde. Außer ich weiß, ich brauche ganz, ganz schnell trockene Nägel. Aber das kommt eigentlich mittlerweile selten vor. Deswegen ja, kaufe ich mir erstmal nicht mehr nach. Dann habe ich aussortiert das Rivaldi Loop Hydra Booster Feuchtigkeitsgel. Ich habe keinen Effekt gemerkt und es hat geklebt auf der Haut. Und das fand ich richtig unangenehm und habe es ungern verwendet. Und es lag jetzt ewig in meinem Schub rum und ich möchte mich nicht mehr durchquälen. Und es bringt mir auch nichts, das in meinem Schub liegen zu haben, weil ich verwende es einfach nicht. Ich nehme es nicht her. Ja, und deswegen kommt das hier weg. Dann auch weg, das hatte ich mal in einer Glossybox, in einer meiner allerersten Glossyboxen. Und zwar ist es vom Benefit. Das Eyes It's Potent Eye Cream, diese hier. Ein sehr, sehr süßer Flakon. Ich glaube, ich habe es damals verwendet und es hat unter meinen Augen gebrannt und ich habe es einfach nur aufgehoben, weil es so hübsch aussieht. Aber auch das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr unnütze Produkte aufheben, nur weil sie hübsch ausschauen, wenn sie keine Verwendung haben. Ja, deswegen kommt es weg. Dann auch wegkommt von Art Deco 2 Nagellacke. Die Farben gefallen mir richtig, richtig gut. Aber ich habe mir die aufgetragen. Ich habe es mehrmals probiert. Und die werden einfach nicht trocken. Die Dinger werden einfach nicht trocken. Kann vielleicht dran liegen, weil sie schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung sind. Aber es bringt mir nichts, einen Nagellack aufzuheben, nur weil mir die Farbe gefällt, aber ich den nicht auftrage, weil der einfach nicht trocken wird. Also sehr, sehr schade. Die mochte ich sehr, sehr gerne, aber nee. Kommt deswegen weg. Dann auch weg kommt hier von John Frieda das Luxurious Volume Spray. Das habe ich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang hier in meiner Sammlung rumschlummern. Und habe ich auch ein paar Mal verwendet. Man gibt es auf den Ansatz und es soll so einen Volumenboost geben. Aber ich fand halt das Haargefühl dann auch nicht gut. Deswegen kommt das jetzt weg. Dann aussortiert von Essence die Lash and Brow Tool hier. Und zwar deswegen. Also ich habe den jetzt nicht mehr sauber gemacht, ne? Aber ich, wenn dann drüber gehe und das rutscht die ganze Zeit, macht es keinen Spaß und hinten ist es auch schon kaputt und darf deswegen jetzt gehen. Dann auch weg kommt diese Dr. Scheller Antifaltenpflege. Habe ich auch schon sehr, sehr lange bei mir. Es ist auch nicht mehr viel drin, aber ich möchte es einfach nicht mehr hernehmen, weil hier steht was drauf von 6 Monaten und ich glaube, ich habe es 2 Jahre. Ja, ich nehme es nicht her und deswegen kommt es jetzt einfach weg. Dann auch weg kommt hier von Maybelline ein Express-Kajal. Und zwar so ein weißer hier. Und der, das ist halt so hart. Also auf der Hand geht's, aber am Auge geht's überhaupt nicht. Und finde ich nicht gut. Hält nicht lange am Auge. Und deswegen kommt der weg. Dann auch aussortiert. Upsala.
von Nutra Skin oder Nutra Lux heißt die Marke und es ist der Brow und Shape Film. Und den hatte ich in einer Glossy Box drin. Das Ganze sieht so aus. Und man gibt sich das Produkt hier im Endeffekt so raus. Aber, also ich kann mit der Spitze nicht arbeiten. Also das schaut nicht aus, das ist pitschpatsch nass und die Farbe gefällt mir nicht. Und ja, deswegen kommt das Ding jetzt weg. Dann auch schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung, auch aus der Glossy Box, die Eyelid Primer Base, Oil-Free Make-Up Base. Das ist einfach hier so ein Augenprimer. Ich habe früher Augenprimer nie verwendet. Nie. Und dann habe ich das drin gehabt und habe es ein paar Mal verwendet und habe den Sinn nicht gesehen. Habe es nicht hergenommen. Es lag jetzt ewig in meiner Sammlung rum. Und deswegen, einfach weil es alt ist, kommt es weg. Auch schon eine längere Zeit, ich kann es gar nicht genau sagen, wie lange dieses Serum von Bare Minerals. Ich glaube, ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe aber auch keinen Nutzen darin gesehen. Und deswegen habe ich es nicht mehr hergenommen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Es ist nicht mehr viel drin. Aber auch hier weiß ich nicht, wie lange das haltbar ist. Und deswegen tue ich das jetzt einfach mal sicherheitshalber weg. Dann auch aussortiert diese falschen Wimpern von Catrice. Ich habe mir damals gedacht, ich möchte es auch mal ausprobieren, falsche Wimpern, und habe mir die hier geholt. Und die schauen halt echt unecht aus. Ne? Nee. Deswegen möchte ich die gar nicht hernehmen und ich habe es auch schon ein paar Mal aufgelegt und probiert und hin und her und nee und nee, komm weg. Dann auch aussortiert von So Susan Skincare Color Performance der Haut Light with Fried Truffle Extract irgendwas Stift. Also ich habe den Sinn von diesem Stift nicht ganz verstanden. Also das ist so leicht rosa, wie so ein Concealer oder so. Ja, nee. Habe ich schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung, kommt deswegen weg. Ah, und noch ein aufgebrauchtes Produkt, und zwar diese Probe von Glam Glow. Das ist die, so silber ist. Fand ich sehr gut. Weiß ich nur nicht, ob es für mich jetzt so gut ist, dass ich dafür 50 Euro ausgeben würde. Deswegen, also aktuell würde ich sagen, nö, ist es mir nicht wert. Dann auch schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung. Ich habe hier Schätzchen ausgegraben. Noxidoxy Serum Base Magnificent Serum Base auf jeden Fall. Ja. Weiß ich nicht so genau. Ich kann mich nicht dran erinnern. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht dran erinnern, wie dieses Produkt war. Es ist ja noch ziemlich voll. 6 Monate haltbar nach Öffnung. Deswegen kommt das jetzt einfach mal weg, weil das ist auf jeden Fall schon 3 Jahre oder so in meiner Sammlung. Dann auch aussortieren werde ich diesen Balea Nude Kiss Labello. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass es so eine leichte Färbung gibt auf der Lippe, damit, wenn ich in Arbeit bin, halt immer schöne Lippen habe. Aber er pflegt meiner Meinung nach nicht. Also meine Lippen und Farbe gleich null. Also man sieht nichts. Ja, kommt weg. Dann auch in der Glossy Box hatte ich dieses Pigment drin, Spectra nennt sich das, von Bella Pierre. Und es ist einfach loser Glitzer. Ich weiß nicht, wer sowas gebrauchen kann. Ich kann es nicht gebrauchen. Und ich habe es jetzt lange aufgehoben, weil ich mir dachte, ach, vielleicht probierst du es irgendwann einmal. Nee, mache ich nicht. Ich verwende das nicht. Deswegen kommt es weg. Dann auch schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung. 12 Black is the New Black von Essence. Ein Lidschatten. Habe ich früher nur verwendet. Also ich habe nur so schwarzen Lidschatten verwendet. Ja, aber der ist schon sehr, sehr alt. Also, weiß gar nicht, wie alt, ehrlich gesagt.
Deswegen kommt er weg. Dann auch aussortieren werde ich hier von Tees so einen Kajal. Und einfach aus dem Grund, der ist so cremig, da malt man sich so schnell so komische Balken auf die Augen. Und jedes Mal ärgere ich mich wieder, dass ich den verwende und deswegen kommt der weg. Genauso weg kommt hier von Lollipops so ein schwarzer Kajal. Also ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Aber der ist halt auch so cremig und so breit und den kann man nicht anspitzen und der schmiert und nee. Ich finde, man sollte sich nicht mit Produkten umgeben, die einfach nur für einen nicht das Richtige sind. Wisst ihr, was ich meine? Genauso, wobei den fand ich eigentlich nicht schlecht. Und zwar ist es so ein Brow Setter, so einen Wachs in Stiftform. Den habe ich auch sehr lange. Den habe ich lange Zeit nicht verwendet und ja, ich möchte halt nicht so alte Produkte mehr verwenden und ja, deswegen kommt jetzt einfach weg. Fand ich aber an sich nicht schlecht. Dann auch schon 2 Jahre mittlerweile bei mir. Parfüm Body Lotion von Chloe Love Story. So sieht das Ganze aus. Habe ich mal bei Douglas als Mini-Probe gekriegt und ich habe es irgendwie sehr, sehr sparsam verwendet und dann irgendwie gar nicht verwendet, weil man ist so stolz drauf, dass man sowas hat. Sowas Teures, sowas Hochwertiges. Ja. Jetzt ist es halt gekippt. Ne? Kann man nicht mehr verwenden. Stinkt einfach nur noch und deswegen kommt es weg. Dann auch aussortiert oder beziehungsweise eigentlich aufgebracht, weil der schneidet nicht mehr richtig, ist dieser Evelyn Augenbrauen Styler. Die verwende ich halt einfach gerne, wenn es schnell gehen muss, weil ich nicht immer Bock habe, mir die Augenbrauen zu zupfen. Ja, und da ist es so ein kleines Helferlein. Und auch aussortieren von Hildegard Bauchmann, eine Maske. Ich weiß noch, die fand ich nicht schlecht und ich habe mit dem mal ewig aufgehoben, weil ich dachte, ach, das ist so eine schöne Maske und das ist so was Besonderes und die kriegst du nicht überall. Ja, jetzt kann ich es wegschmeißen. Weil es ist einfach schon ewig alt. Und es steht nicht drauf, was für ein Datum. Also es sind 2 Hälften. Ich denke mal, auf der anderen Hälfte wäre es drauf gestanden. Auf der hier leider nicht. Und ja, deswegen möchte ich die einfach nicht verwenden. Ja, ihr Lieben. Das waren schon wieder meine ganzen aufgebrauchten und aussortierten Produkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!